Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe mir überlegt, dass wir den verschmutzten Sauerstoff jetzt als nächstes angehen. Wir haben hier das meiste. Wenn wir das hier schon mal leer saugen, dann ist schon viel gewonnen. Von daher nehmen wir jetzt unsere Mittel, die wir haben, nämlich die Gaspumpe, setzen die hier hin. Wir bauen einen Gasfilter, den setzen wir hier hin. Und dann werden wir einen Gasabzug direkt hier drunter setzen und die schon mal verbinden. Alles, was nicht rausgefiltert wird, geht über den Luftzug wieder hier raus. Und alles weitere, nämlich das schmutzige Gas, den verschmutzten Sauerstoff, den führen wir jetzt hier unten rein. Hier unten kommt er rein. So. Hoppla. Außerdem, das ist wahrscheinlich zu weit weg, müssen wir nochmal eine Leiter dann dazwischen setzen, damit das gebaut werden kann. Und dann müssen wir hier eine kleine Luke haben, damit das dicht bleibt. Wir werden hier einen Shot einbauen. Und zwar in der Form, dass wir das hier natürlich schließen. Und dann werden wir hier runterkommen, hier ist die Tür und da geht's weiter, genau. Genau so machen wir's. Hier kommt die automatische Luftschleuse hin. Die lasse ich mal ohne Strom. Hier kommt Leiter hin. Das kommt weg. Das kommt ebenfalls weg. Und da kommt dann noch ein Stein dazwischen. Jetzt gehen wir erstmal auf hohe Geschwindigkeit, damit wir die Nacht überspringen können. Schleimlunge. Oh nein, Max hat sich mit Schleimlunge infiziert. Der muss jetzt ins Krankenbettchen. Und da schauen wir mal. Max, da ist er. Der hat jetzt Schleimlunge. Medizinische Versorgung erforderlich. Gut, die findet ja jetzt statt, denke ich mal. Da kommt schon jemand und macht was. Hat medizinische Hilfe erhalten. So. Verbleibende Dauer 3 Zyklen, Tod in 8 Zyklen. Ich denke also mal, es ist auf dem Weg der Besserung. Wir wollen es hoffen. Wir haben nur noch ein weiteres Waschbecken. Ein weiteres Krankenbett, meine ich. Hoffentlich reicht das. So, oh, der Umbau ist hier. Oh mein Gott, das geht ja alles fix. Wunderbar. So, machen wir hier zu. Dann, so, dann reißen wir das und das ab. Genau, bau die Leiter, spring rüber und bau den Rest. Ja, mich nervt jetzt die ganze Zeit, dass da das Stromding blinkt. Wir werden daher deshalb doch noch ein Kabel anschließen. Auch wenn ihr schon alles überlastet ist, ich weiß es wohl. Wir sind dabei, entsprechend zu forschen. Da ist ein Kabel kaputt gegangen. Das muss also jemand reparieren, denn sonst läuft hier überhaupt kein Strom mehr. Und wir müssen die Kohlegeneratoren dann langsam loswerden. Hier muss jetzt auch noch Strom dran. Eieieiei, das wird alles ganz schön spannend, ob das noch alles zu machen ist hier. So, Strom, Strom. Leitungen sind dran, müsste dann alles sein. So, und dann kriegen wir den verschmutzten Sauerstoff schon mal hier unten rein. Und dann sollte hier auch am besten keiner mehr rein. Besser ist das. So, geben wir mal ein bisschen Gas. So, der saugt schon mal. Können wir uns im Luftoverlay ansehen. Da ist der verschmutzte Sauerstoff. Der jetzt nicht weitergeleitet wird, weil
Oh, wir müssen natürlich den Filter noch einstellen. So, verschmutzter Sauerstoff. Jetzt haben wir's. So, und jetzt kann man es sehen, der verschmutzte Sauerstoff wird abgesaugt und wird hier unten eingeleitet, wo er keinen Schaden mehr anrichtet. Und da sieht man schon, es wird grün. Und hier oben wird es hoffentlich bald besser. Und wenn der raus ist, dann werden wir das wieder abreißen und den woanders hinsetzen, das ganze Zeugs. Denn, ja, das können wir nicht ewig da laufen lassen. Das produziert Wärme. Das ist nur eine vorübergehende Lösung jetzt. Sonst sieht es insgesamt atmungstechnisch ganz gut aus. Durch den Aufbau unserer Sauerstoffauslässe hier arbeitet eigentlich alles ganz gut. Was ist jetzt los? Oh, jetzt haben wir hier keinen Strom mehr. Da ist ein Kabel kaputt. Ja, wir brauchen dringendst die Forschung. Wir gucken mal, wie weit die ist. Eigentlich fast fertig. Die fortschrittliche Energieregulierung, die es uns ermöglicht, Starkstrom von Schwachstrom zu trennen. Und dann wird vieles besser. Hoffe ich zumindest. So, wir müssen jetzt... Ich lasse diese Leitern mal, weil möglicherweise muss ja mal was repariert werden. Die können wir aber abbauen. Da muss jetzt einer in das ganze Schleimlungenzeug, aber ich sag mal, wenn da einmal einer durchgeht, ist das auch nicht so schlimm. Sehr schön, okay. So, und dann ist jetzt dicht hier und das ganze Zeugs. Ach, schaut mal, es sieht schon wesentlich besser aus. Wesentlich. Wahnsinn, das ist ja wirklich toll. Ich bin total begeistert. So, auch hier oben ist weitergearbeitet worden, was gut ist. Ihr seht, was wir hier machen. Der Sauerstoff, der hier übrig bleibt, geht einmal hier raus wieder. Und wir schicken ihn einmal hier hoch, damit wir hier Sauerstoff reinkriegen. Denn hier oben ist schwierig zu arbeiten. Und es wird ja nicht leichter. Wir wollen ja ganz raus, um schlechte Luft komplett ableiten zu können. Das hier ist jetzt zwar eine gute Lösung, aber ich bleibe bei dem Plan, nach ganz oben zu gehen. Weil diese Kammer ist irgendwann auch voll, dann ist hier ein bestimmter Druck erreicht. Und wir haben es jetzt sogar teilweise schon hin und wieder, dass hier ein Überdruck drin ist. Und dann kann hier nichts mehr reingepumpt werden. Deswegen ist die Entsorgung über den Weltraum immer noch die beste Möglichkeit. Wir kriegen nur ein echtes Problem hier mit der Temperatur. Und ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Da bin ich noch überfragt. Klima. Ein Erzreiniger. Tötet eine große Anzahl an Keimen auf Erzen. Ja, schön. In der Klimatechnik gibt es sicherlich noch mehr. Da müssen wir einfach mal schauen. Temperaturregelung hier. Da kommt die Druckkontrolle. Mit luftdurchlässigen Ziegeln, Gasventil, Flüssigkeitsregler und eine manuelle Schlupflöser. Dann kommt hier isolierte Ziegel, Hydrolüfter, führt eine kleine Menge Wärme ab. Und Raumheizung strahlt eine moderate Wärme ab. Dann gibt es die verbesserte Belüftung, Gasventil, Hochdruck, Gasabzug, isolierte Gasleitung, Atmosensor. Und hier hinten kommt dann die Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Klimagerät. Ja, also wäre das nächste eigentlich halt hier entlang zu forschen. Zumindest, ja, die Destillation fände ich eigentlich auch wichtig, aber ich glaube, die Temperaturregelung ist noch wichtiger. Und wir können ja mal in das Wärmeoverlay schauen. Ja, hier unten könnten wir Pflanzen gut anbauen. Bin tatsächlich am Überlegen, ob wir hier unten runtergehen und unsere Agrarkultur quasi hier unten machen. Unter dem Wasser. Problem ist nur, das ganze Kohlendioxid fällt mit runter.
Wir müssten also einen anderen Weg finden dafür. Und ich denke, ich habe einen gefunden. Wir zerlegen das Stück. Bauen eine Leiter bis hier. Ziegel bis hier. So, dann bauen wir hier unseren kleinen Acker. Und das Wasser, das läuft gleich hier rein. Sobald die da fertig sind und dann sind wir das auch los. Oh Gott, man, ganz hart. Macht das hier von dieser Seite. Auch nicht schlecht. Kann man natürlich machen. Und gleich ist es dann soweit. Und ich hoffe halt, also ich mache das jetzt, damit wir hier, wir sind hier im grünen Temperaturbereich, also gemäßigt, hier würde unser Zeug wachsen. Die Wärme steigt eher auf. Wir haben hier unten überhaupt keine Wärmegeneration. Von daher ist meine Hoffnung, dass wir hier anbauen können, weil da oben klappt es eben nicht. Die Dinger sind im Grunde hinüber. Ich hoffe, dass wir noch genügend Melons-Samen haben. Das werden wir gleich sehen. So, und jetzt läuft das Wasser gleich ab. Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist doch schön, wenn ein Plan funktioniert. Stromkreis überlastet. Ja, wir sind dabei. Geringe Immunität 2. Wir haben übrigens, ich glaube, Max ist immer noch, ja, der ist immer noch in der Krankenstation. Wird wegen Schleimlungen behandelt. Tod in 8 Zyklen, verbleibende Dauer 1,8 Zyklen. Das heißt, in 1,8 Zyklen müsste der wieder gesund sein. Oh, jetzt hat sich es gerade erhöht auf 2,3. Jetzt wieder auf 1,7. Er ist aufgestanden und dadurch ist der Zeitraum höher gegangen. Der soll mal schön liegen bleiben. Okay, der sieht ja auch wirklich nicht gut aus, der Ärmste. Ganz und gar nicht. Weil das hier wegwischen, dann müsste das Oxycillit anfangen, arbeiten zu können.
Da jetzt. Und jetzt geht ein bisschen Sauerstoff auch wieder auf diesem Wege. Mein Gott. Da kommt, glaube ich, keiner wischen jetzt. Weil der Devin hier noch weiter gräbt. So, wenn das Oxycillit verbraucht ist, dann läuft das Wasser hier wieder rüber. Deswegen machen wir jetzt hier einen Block hin. Das mit dem Graben da, das lasse ich mal sein. Und ja, jetzt kann im Grunde ausgehoben werden und dann kann der Acker errichtet werden. Sehr schön. Energieregulierung. Die Forschung ist fertig. Das heißt, wir können jetzt endlich Starkstrom-Verbindungsplatten, Starkstromkabel, Regulierungsstationen und so weiter bauen. Und das kenne ich auch alles nicht, deswegen muss ich es mir jetzt erstmal anschauen. Starkstromverbindungskabel, Starkströme durch Wand und Bodenziegel zu führen. Ah, verstehe. Das heißt, wir können zwar nicht in Kiesel bauen, wir können aber sowas machen, um Kabel hier durchzuführen. Das geht scheinbar nicht anders, denn Starkstromkabel kann hier in der Wand nicht gebaut werden. Die müssen wir also hier runterlegen. Dann haben wir die... Da. Nein, da unten. Den Leistungstransformator. Schützt Schaltung vor Überlastung durch Erhöhen oder Senken der zur Verfügung gestellten Energie. So, und dafür... Puh... Ja. Ich würde sagen, das errichten wir hier, wo die Batterien stehen. Die wollten wir eigentlich später hier oben bauen, aber im Moment kommen wir da nicht zu. Ich mach's hier. Hier stellen wir das Ding rein. Und der Starkstrom muss hier rein. Das ist deutlich zu sehen. Was haben wir denn da noch? Station, da ist irgendwas Neues. Es war ein Warnsymbol dran. Stromregulierungsstation. Veredeltes. Produzieren Mikrochips zur Erhöhung der Stromleistung von Generatoren. Ist ein notwendiger Bestandteil des Generatorraums. Interessant. Allerdings haben wir kein veredeltes Metall dafür. Noch nicht. So, dann wartet. Stromkabel. Starkstrom. Ziehen wir jetzt hier ein und hier hoch. So. Und da wir es nicht in die Wand legen können, müssen wir hier rein. Hoppla. Obwohl doch, ich mache es so. So, und dann gehen wir da dran. Und da dran. Und da dran. Und hier machen wir so eine Brücke rein. Zack. Dann müssen die natürlich weg. Ich lasse die natürlich jetzt noch dran. Denn wir müssen von der Regulierstation runter auf normales Stromnetz. Und da würde ich sagen, ich mache es jetzt einfach mal ganz stumpf so. Ganz stumpf. Hoffe, dass das reicht. So, und dann können wir mal ein paar Sachen abreißen. Zerlegen Stromkabel. Da ist ein Stromkabel, das wir nicht mehr brauchen. Da ist ein Stromkabel, das wir nicht mehr brauchen. Das sind ja Ressourcen, die wir uns wiederholen können. Darum geht es jetzt hauptsächlich. Das müssen wir noch stehen lassen. Das müssen wir auch noch stehen lassen. Und das können wir schon mal abbauen. Das lasse ich jetzt mal. Das lasse ich auch mal. Das kann weg. Das kann weg. Okay, lassen wir es jetzt erstmal so. Hier haben wir eine Unterversorgung. Das wird, ja, weil das Kabel hier kaputt ist. Aber das wird sich gleich wieder reparieren, weil jemand hingeht und es repariert. Wir machen es jetzt also so. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Hier gehen wir durch. Das würden wir dann gleich ändern. Würde sagen, Starkstrom rechts, Schwachstrom links. Ja, weiß ich noch nicht. Das schauen wir uns gleich an. Oder wir ziehen es ja einfach mit drüber. Das geht natürlich auch. Jetzt lassen wir das erstmal so bauen. Und schauen, dass das hier an Toch kommt. Das Ding verursacht mit Sicherheit Wärme, oder? Steht hier jetzt nicht, dass es Wärme
produziert. Klasse. Es verwandelt sich nur, wenn niemand hinschaut. Super Sache. Ja, wie gesagt, wir bauen es und ich gucke, wie es funktioniert. Ich habe keine Ahnung bis jetzt. Ihr müsst mir einfach verzeihen, dass ich mich halt hier noch nicht so gut auskenne. Es ist Neuland. Oxygen Not Included ist Neuland. Und das merkt man ja auch an meiner Spielweise, denke ich. Obwohl ich natürlich viele Tipps von euch bekommen habe, die ich hier übernehme natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz bleibt halt eben auch vieles aus. Eben aufgrund von, ja, jetzt haben wir hier zu wenig Strom schon wieder. So, verschmutzte Luft. Schaut mal, die verschmutzte Luft hier ist weg. Wir müssen das Ding umsetzen. Würde die Saugpumpe jetzt, die Gaspumpe, zerlegen und einmal hier reinstellen. Dann gilt das zwar nicht mehr als, sagt mal schnell, als Baracke, aber das ist dann nur für den Moment. Ja, da brauchen wir dann gleich eine Brücke. Ich stell's jetzt hier mitten rein. Wir brauchen eine Gasbrücke. Zack. Wir müssen von hier nach da und von da dann, ja, da hinten rüber, da rein eigentlich. So. So, was wir auf jeden Fall haben, ist jetzt hier Sauerstoff. Leider steigt er nicht auf, wie ich es mir gehofft hatte, weil hier oben alles voll sitzt mit Wasserstoff. Sieht nicht nach Wasserstoff aus, aber naja gut, hier kann dann jemand hin zum... Ist auch schon Überdruck, hier ist schon gefüllt, komplett. Okay, das funktioniert leider dann leider nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. So, wir können zerlegen, und zwar Stromkabel. Das muss man anders machen. Strom. Nee, Moment, wir müssen ins Strom-Overlay. Und dann auf zerlegen und dann ist das vorgewählt. Und dann kann man hier so drüber fahren und man macht nur die Kabel kaputt. Danke übrigens auch für diesen Tipp. Hat natürlich auch einer von euch geschrieben, wäre ich sonst wahrscheinlich erst viel später drauf gekommen. Komm, nehmen wir das hier auch noch weg. Wo wir es nicht brauchen, brauchen wir es nicht. So, was ist jetzt? Unterkühlung? Ah! Nein! Alarm! Ach du Schande, nein! Oh! Nein, das ist ganz schlecht. Das ist eine Katastrophe, Leute. Das ist eine Katastrophe. Ja, du musst das fertig bauen, sonst kommst du da nicht drüber. Ja, oder so. Shit. Shit, 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 shit. Die kommt da nicht weg, das ist das Problem. Scheiße, ich bin Kleister. Also das ist jetzt ganz und gar nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Wie ihr euch sicher denken könnt. Tja, so wird's auch nichts mit unserem Acker. Ach, herrje.
Und hier ist jetzt das ganze Kohlendioxid. Gut, Kohlendioxid wird ja von den Pflanzen möglicherweise umgewandelt. Atmosphäre, Sauerstoff, verschmutzter Sauerstoff oder Kohlendioxid, das ist schon mal gut. Die können also hier wachsen. Das hier ist ganz schlecht, weil die hier nicht rauskommen momentan. Sollten lieber auf der anderen Seite fertig bauen, damit sie wieder zur Leiter können und nach oben. In atembaren Bereich, weil hier ist natürlich alles ganz schlecht. So, aber jetzt sind sie gleich sicher. Ah, da mampft sich... Ah, okay. Hassan ist tot. Ausgerechnet Hassan, unser Minenarbeiter. Ja, und Ada ist auch tot. Warum haben die das nicht fertig gemacht? Ah, jetzt kommt einer und sagt mir, ich hätte die Priorität erhöhen müssen und so weiter und so fort. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch recht mit. Aber was soll ich machen? Jetzt ist es passiert. Jetzt haben wir zwei Tote, Hassan und Ada. Ada war Architekt. Okay. Das heißt, wir können jetzt den Drucker benutzen, um uns mal einen neuen Duplikanten zu holen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Architekten. Und da haben wir leider gerade nicht wirklich einen dabei. Wir hätten aber jemanden dabei, der gerne gräbt. Und der hat auch Bauen. Wir nehmen mal Stinky. Herzlich willkommen. Ruckel, ruckel. Ach, ich sollte die Pause auch aufheben. Gehen wir in die Berufe. Stinky, du wirst lernender Minenarbeiter. Und Devin ist ja noch Architekt und den befördern wir jetzt. So. So. Okay. Tja, und wie wir diesen Schlamassel wieder repariert kriegen, weiß ich auch noch nicht. Erstmal auf jeden Fall wichtig, eine neue Tauchpumpe zu bekommen. Damit die Geräte mit Wasser versorgt werden können. Viele Stromleitungen gehen kaputt hier. Das heißt, wir werden jetzt den nächsten Schritt machen und die Generatoren oben vom... Ah, da ist noch nicht fertig gebaut. Das bringt also noch gar nichts. 5 Watt Wärmeproduktion. 5 Watt ist nicht viel. Zum Vergleich, das hier hat eine Wärmeproduktion von... Wird nicht angegeben. Es ist kalt hier. Das ist auch gut. Und wir haben einen Vakuumbereich geschaffen hier. Das ist ja... Vielleicht sollten wir doch einen Teil wieder hier reinführen an Sauerstoff. Sonst kann hier keiner rein. Also. Hier müssen wir auch noch einbauen, weil sonst ist dieser Raum... überhaupt nicht mehr begehbar. Und jetzt hätte ich gerne mehr Priorität.
auf dieses ganze Moment. Ja, hat geklappt. Dass das jetzt mal zuerst gebaut wird. Tja, und das hier unten, das müssen wir nochmal neu bewerten. Im Moment ist der Plan erstmal gestorben. Wir haben ja auch noch eine halbvolle Rationsbox, also sind keineswegs am Ende. Wieso hat Devin eigentlich keinen Hut? Ach, beim Essen setzen die ihren Hut ab, oder was? Gut, das ist natürlich das Zeug von gutem Benehmen, sag ich mal. So, die Pumpe noch. Eisenerz. Gut, wir werden den Acker weiterbauen. Das Ganze ist schon wichtig, dass wir das ans Laufen kriegen. Wir werden das jetzt hier einschließen. Und das restliche Wasser werden wir irgendwie wegbekommen, indem wir hier unten vergrößern. Müsste eigentlich reichen, wenn wir das hier noch weggraben. Hier hinten haben wir noch Algen, von daher ist das natürlich auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir da dran kommen. Mal schauen, ob das klappt. Daumen drücken. Wird natürlich voll geflutet sein hier. Wobei im Moment kann ja kein Wasser durch mehr. Also wenn das jetzt hier, das können wir eigentlich sicherstellen, wenn das jetzt hier mal zuerst gemacht wird, dann fällt erstmal schon kein Wasser runter. Kein weiteres. Bevor wir dann hier, da natürlich das bisschen, könnten wir auch reparieren oder verhindern, indem wir hier vorher noch ein kleines Blöckchen setzen. Dass das auf jeden Fall erst fertig ist und dann runtergegangen wird, dann fließt kein weiteres Wasser nach und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und das andere Wasser lassen wir dann ab. Dann reißen wir eine nochmal ab, lassen es durchlaufen, wenn hier unten mehr Platz ist. Okay, so der Plan. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin froh, dass wir die verschmutzte Luft hier oben fast weg haben. Es ist eine neue entstanden. Liegt wahrscheinlich auch an den Keimen an der Stelle, weil wir ja hier... ja gut, hier war Schleimbiom, glaube ich. Ja, die Keime bleiben in der Luft. Wobei der Sauerstoff die Keime eigentlich... töten sollte. Hier haben wir eine Schleimlungenquelle. Ist es der Morb, der die Quelle ist? Ich denke mal. Nun ja. Da ist auch... Ach nee, das ist die Quelle. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter, versuchen hier zu retten, was noch zu retten ist. Wir werden weiter den Sauerstoff versuchen zu säubern. Den haben wir hier ja schon eingeleitet. Das insgesamt funktioniert das Ganze ja. Es ist ja nicht so, dass das jetzt hoffnungslos ist. Viele Fehler sind gemacht worden, aber es ist noch nicht verloren. Ich drücke die Daumen und hoffe, dass es auch weitergeht. Unzureichende Ressourcen. Hier, da gucke ich nochmal kurz drüber. Wir brauchen Kupfererz. Aber Kupfererz, bin ich sicher, haben wir noch. Es wäre merkwürdig, wenn nicht. Sonst ist hier unten auch nochmal ein bisschen was, das wir dann gleich mitnehmen können. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir noch was haben. Wir können ja mal nachschauen. Rohmetall. Kupfererz. Ach, wir haben 2272 Kilo. Also... da mache ich mir keine Sorgen. Okay, also, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.